Ich bin Annika, ich bin 2009 am GBS erkrankt, mit damals 26 Jahren. Der Auslöser war eine Lebensmittelvergiftung. Ich war circa 2 Wochen zuvor in Berlin mit ein paar Freunden essen und wir hatten einen Tag danach alle grippeartige Symptome. So, bei mir war das der Auslöser. Bei mir fing es damit an, dass ich Taubheitsgefühl im Mund hatte, also ziemlich atypisch, was mich aber erst nicht besorgt hat, weil ich keine Beschwerden hatte hinsichtlich Essen oder Schlucken. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwas Falsches gegessen, was ich nicht vertragen habe, sodass ich erstmal nichts gemacht habe. Dann fing es an, dass meine Hände, Füße, Arme und Beine so langsam die Sensibilitätsstörung bekommen haben, was mich dann natürlich doch besorgt hat. Ich bin daraufhin zum Arzt gegangen, zu meinem damaligen Hausarzt, der gesagt hat, es wäre eine Nierenbeckenentzündung. Was ich zu dem Zeitpunkt auch schon nicht glauben konnte, denn ich habe noch nie gehört, dass eine Nierenbeckenentzündung solche Symptome hat. Er hat aber darauf gepocht und hat gesagt, er würde die Untersuchung auf der Ebene weiterführen wollen, hat mir Tabletten gegeben gegen eine solche Entzündung, die ich nicht vertragen habe. Und ich wurde dann auch jeden Tag schwächer, hatte sehr, sehr starke Rückenschmerzen, die nachher auch dafür gesorgt haben, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Zu dem Zeitpunkt habe ich darauf gepocht, dass ich anderweitig untersucht werde und auch meine Familie, die mich sehr gut aufgefangen hat, also gerade auch meine Eltern. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon in Oldenburg gewohnt. Meine Eltern haben mich dann zu sich geholt, weil ich einfach alleine nichts mehr machen konnte. Und meine Mutter ist dann zu meinem Hausarzt gegangen und hat gesagt, dass ich doch bitte in ein Krankenhaus verbracht werden soll. Er hat es dann auch genehmigt mit einem Schulterzucken. Dort im Krankenhaus wurde dann diese Nierenbeckenentzündung nicht bestätigt. Die wurde dann neurologisch untersucht und dann kam diese Diagnose GBS. Ich hatte einen leichten bis mittelschweren Verlauf. Zu dem Zeitpunkt, als ich ins Krankenhaus kam und in die neurologische Fachklinik kam, wusste man nicht, wie es weitergeht, ob es noch schlimmer wird und ob ich überhaupt jemals wieder gesund werde. Ja, ich bin dort im Krankenhaus sehr gut betreut worden in der Fachklinik. Also alle Ärzte sind sensibilisiert worden, wussten, dass ich da bin und jeder wusste auch Bescheid, was ich habe, auch die Krankenschwestern. Man hat mich zunächst nicht auf die Intensivstation verlegt, sondern auf der normalen Station belassen, solange mit der Atmung alles okay ist. Man hat aber auch gerade nachts alle paar Minuten nach mir geschaut, geguckt, wie es mir geht. Die Intensivstation wäre eine Etage drüber gewesen, sodass man mich dann schnell hätte dorthin bringen können. Ich war dann insgesamt 3 Wochen dort, bin behandelt worden mit Schmerzmitteln aufgrund der Rückenschmerzen und mit Immunglobulin. Und anschließend war ich dann 4 Wochen in der Reha. Dort bin ich auch sehr, sehr gut betreut worden. Dort habe ich dann die ganzen feinmotorischen Sachen nochmal neu gelernt. Also in der schlimmsten Phase war ich ab dem Hals abwärts gelähmt, also konnte auch nicht mehr eigenständig aufstehen, laufen. Also ich saß dann eine Zeit lang im Rollstuhl. Es waren Gott sei Dank bei mir nur ein paar Tage und es ist alles rechtzeitig erkannt worden, sodass ich relativ schnell wieder fit geworden bin und auch heute eigentlich fast wieder komplett gesund bin. Das Einzige, was geblieben ist, ich bin sehr anfällig für Migräne und ich habe ab und an diese Schlaflähmungen. Das heißt, man schläft, wacht auf und der Geist ist wach, aber der Körper noch nicht. Das heißt, man ist so quasi gefangen in dem Körper. Das hat mir am Anfang auch ein bisschen Angst gemacht, aber mittlerweile weiß ich, woran es liegt und dass es irgendwie auch jetzt zu mir dazugehört. An sich war die Situation für mich natürlich sehr belastend, gerade in der Anfangsphase, weil ich mit Mitte 20 nicht wusste, wie es weitergeht, ob ich jemals wieder ein normales Leben führen kann, wieder arbeiten gehen kann und all meinen Hobbys nachgehen kann, was mir aber Gott sei Dank geglückt ist oder was ich Gott sei Dank so erleben durfte. Ja, meine Familie hat das natürlich genauso belastet wie mich selber auch, weil keiner wusste, was passieren wird. Heute rückblickend versuche ich das Positive rauszuziehen, denn
die Krankheit hat schon was mit mir gemacht. Ich lebe seitdem viel, viel bewusster. Also ich habe durch die Erkrankung gemerkt, dass man nicht mehr so voreingenommen an die Menschen rangehen sollte. Das passiert im Alltag sehr, sehr schnell. Man weiß nie, was den anderen widerfahren ist. Und ich lebe dadurch bewusster und bin dankbarer, auch für das, was ich habe. Denn man sieht die Gesundheit ganz, ganz oft als selbstverständlich an. Aber das ist nicht so. Es ist nicht selbstverständlich, dass man selbst gesund ist und dass die Angehörigen gesund sind. Und ich glaube, dass das das allergrößte Geschenk ist im Leben. Denn man kann ganz, ganz viel Reichtum haben und auch ganz, ganz viele materielle Sachen. Gesund zu sein, das kann man sich nicht kaufen. Und das ist der positive Schluss, den ich daraus ziehe. Und das gehört zu meinem Leben. Und ja, ich bin dankbar für das, was ich habe heute.